Ich sag's euch, das beste Kokain von ganz Oros hat er am Start, ey. Eine der geilsten Missionen bisher, auf jeden Fall, Mann. Meine lieben Zuschauer, damit ist Donnerstag und Far Cry kommt jetzt also tatsächlich dann zum vierten Mal, glaube ich. Das funktioniert jetzt also, gerade bei Far Cry ist es mir eigentlich lieb, wenn es da mal wirklich auch am Stück weitergeht, dass die Leute, die jetzt noch Interesse haben, und es sind ja immerhin trotzdem noch, ich glaube, 1.000–2.000 Leute, und das sind eigentlich viele Leute. Klar ist das nicht so viele Klicks für die Größe meines Kanals, aber es sind immer noch viele Leute. Und für die würde ich eigentlich ganz gerne, also für euch würde ich eigentlich ganz gerne das auch jetzt versuchen, noch regelmäßig mal weiterzubringen hier. Ich habe nämlich gerade eigentlich Anno aufnehmen wollen, weil das ja, soll ja eigentlich auch jeden Tag kommen, aber da habe ich ein Problem. Ich darf nicht mal sagen, warum, aber ich kann das nicht aufnehmen. Ich kann Anno heute nicht aufnehmen. Das heißt, Anno kommt wahrscheinlich heute gar nicht. Das heißt, es kommt dann wahrscheinlich nur Far Cry. Aber da kann ich gerade leider echt nichts dran ändern. Na gut, dann geht's zumindest mit Far Cry weiter. So, wir haben noch Fähigkeitenpunkte, 3 Stück. Die verteile ich mal eben. Wir hätten gerne, was hätten wir denn eigentlich gerne? Hier, Bestienreiter möchte ich haben. Dann kann ich Bären, Säbelzahntiger, Blutfang, Säbelzähne reiten. Das ist ja wohl der absolute Wahnsinn. Das wird auf jeden Fall gelernt. Und ja, sowas hier vielleicht. Dann möchte ich mal weitermachen, weil dann können wir nämlich hier, also erstmal Rohstoffentdeckung, das heißt, wir sehen Holzstücke, Steine und so weiter auf der Minikarte. Das finde ich schon mal gut. Und dann ist der nächste Schritt nämlich, dass wir eine höhere Chance haben auf seltene Sachen und das wäre doch mal ganz nett. Insofern wird jetzt einfach schön hier das noch geskillt. So, wunderbar. Geht doch schnell. Im Dorf können wir die Hütten können wir bauen und verbessern. Klar, wissen wir. Wir sind schon bei 65 Angehörigen im Stamm. Das heißt, wir haben schon 3 Beutel. Waffen, Rohstoffe und Nahrung werden täglich zum Belohnungslager geschickt. Okay. Und ansonsten Herstellung, ja gut, das sind nur die Standardsachen. Hier brauchen wir jetzt noch... Ah, wir haben schon ein seltenes Südahorn mehr. Wir brauchen noch 2 Nordseder, 2 Schilf, 1 Südahorn. Aber erstmal können wir jetzt hier bei uns im Dorf wieder mal so eine Kaffeerunde halten. Ja? So die anonymen Alkoholiker, jeder darf was sagen. Denn wir müssen reden mit Tensei, mit Voga, beziehungsweise die müssen wir seine Hütte bauen. Mit Jaima wollen wir reden, mit Karush wollen wir reden, also alle wollen sowas von uns. Aber wir können erstmal Voga die Hütte bauen. Denn dem hatten wir Jaguarfelle besorgt. Der braucht, glaube ich, nur eins, aber... der wartet sehnsüchtig auf seine Hütte. Der schläft seit vielen Tagen schon unter freiem Himmel. Und das, obwohl er nur einen Arm hat. Der Kerl kann einem leid tun. So. Wir brauchen 2 Jaguarfelle sogar. Ich dachte, wir hätten nur 1 gebraucht. Wahrscheinlich hatten wir schon 1 und dann... Ja, egal. Schilf, Schiefer, alter Holz, haben wir alles. Vielleicht nennt er uns ja jetzt nicht mehr Pissemann. Das wäre doch mal voll lieb. So, wir können die auch dann irgendwann verbessern. Also wir haben die jetzt verbessert, wir können die auch irgendwann nochmal verbessern. Jetzt sollen wir mit ihm auch reden, wenn ich das richtig sehe. Hallo, na Kollege. Jetzt sollen wir mal eben gucken. Will der mit uns reden? Was will der von uns? Okay, wir sollen einfach nur mit ihm reden. Dann machen wir das mal. Fangen wir bei ihm an. Wir haben 4 Leute, mit denen wir reden wollen. Smaika! Mobaldamchi Tatista! Nota Bals Nagotatica! Bei der Schanchi. U Apaquam. Quarquar, Schwaldata Darfa Takma. Haira, Schwaldam Darfam Qua. Ugas Nagu. Waidata! So, Nagu. Warte, ja? Schwalda! Oh! Faran Parton! Uraf Nagu Bauga! Ka Faran Parkon Schwada! Su! Nawa Quarvi Tatichak! Na Quarvi Balugas Naguai! Der arme Kerl, Mann, der hat sich gerade übelst die Klitterklaue in seine Eier gehauen. Er könnte einem echt leid tun. Der Oros-Gipfel. Also, wir sollen jetzt irgendwo hin und Adlersachen besorgen. Aber, ich habe ja schon gesagt, wir machen erstmal Sprechstunde hier im Dorf. Deswegen ist der nächste an der Reihe wieder Tensei. Wobei ich bei dem immer die Sorge habe, dass er einen voll auf Droge setzt und wieder irgendwas... Nee, ich komme, wir gehen erstmal zu den anderen. Nicht, dass der uns wieder irgendwas einflößt, wir schon wieder irgendwie Blut mit Augäpfeln saufen müssen auf Ex. Und dann wieder irgendwelche Geister sehen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal zu den anderen. Die sind irgendwie nicht so verrückt wie der. Hallo! Schönen guten Tag. Das ist hier der Neue, glaube ich, ne? Karush. Heiter. Karush Mogweiter. Hai Hasagwana.
Ach so, nee, Karush ist weg. Das ist einfach nur irgendwer. Auge um Auge. Also Karush sucht irgendwen, den er töten will. Na gut, dann gehen wir noch zu Jaima. Da wollte ich sowieso eigentlich hin. Ich bin jetzt gerade zu Karush gegangen, aber der ist gerade nicht zu Hause. Und bei Jaima müssen wir in die Hütte. Wie ist das denn bei ihr mit der Hütte? Die müssen wir nämlich auch upgraden, glaube ich, damit wir den neuen Bogen bauen können. Das heißt, ich brauche noch auf jeden Fall ordentlich Südahorn, auf jeden Fall Südstein. Südsteinstaub haben wir schon. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal dahin zurück, wo wir schon waren. Und eine seltene Hirschhaut. Das geht. Hirsche gibt es relativ viel. Müssen wir nur mal anfangen, die wieder zu jagen. Ich habe die nicht mehr gejagt, weil wir die normale Hirschhaut ja nicht brauchen. Mama Fadi. Dwayne Wall. Magisch Hars. Die Nawaschna Scout, die Mama Fadi. Tikansham. Guar Guardo, Hafchu Guari. Haska Wantar. Hafchu Guar Sancha. Magisch Guar. Ku. Tisu Haska Wantar. Magisch Guar, Urusim Shalarsh. U. Arsch Magischayum Madi. Balti Hinacha. Du Haska Wantar. Buha. Okay, was genau wollte sie mir jetzt sagen? Jedenfalls, hier geht's ja nochmal rein. Blutfang-Säbelzahnjagd. Zähme den Blutfang-Säbelzahn bei Einbruch der Nacht. Es handelt sich um dieselbe Bestie, die deine ursprüngliche Jagdgruppe getötet hat. Jagdschwierigkeit schwer. Zähme den Blutfang-Säbelzahn. Also jedenfalls gibt's jetzt hier dieses Gebiet hier, da waren wir noch nicht. Da geht's hier so unten rein und man sieht auch schon so ein bisschen, da wo es noch zugedeckt ist, kann man schon erahnen, dass es hier noch ein ganzes, ja, so einen abgetrennten Bereich noch gibt. Und da ist auch so ein Außenposten, wo wir da mal hin müssen. Aber ich denke, ja, nicht jetzt. Gut, dann haben wir, glaube ich, mit allen geredet, ne? Ich glaube ja, das sieht gut aus, da ist zumindest keiner mehr. Wir hätten jetzt missionsmäßig auf der Karte, wenn wir rauszoomen, da haben wir noch diese Bollwerke zum einen. Ah ne, hier ist eine große Narbenbärjagd. Da ist so ein Bollwerk, da ist ein Schneeblutwolf. Das sind irgendwelche besonderen Tiere jetzt hier, die mir aufgezeigt werden. 1, 2, 3, 4. Okay, und sonst Missionen werden mir irgendwie gar nicht mehr gezeigt. Also, ja, da müssen wir uns jetzt selber überlegen, was wir machen wollen. Kann das sein? Ich meine, hier ist sonst im Dorf irgendwie gar keine Mission mehr. Ich glaube, dass wir jetzt mit denen, mit den blauen, mit den orangenen Fragezeichen reden sollen, oder? Kann ich mit denen reden? Was ist das denn? Hallo? Okay. Aber der sagte mal, Aufgabe zum Kartenmenü hinzugefügt. Das ist was ich noch nicht verstanden habe. Kartenmenü. Ich meine, gut, ich kann die Karte öffnen, ja. Aber Aufgabe zum Kartenmenü hinzugefügt, das ist irgendwie... Da bin ich noch überfragt. Das sagen die nämlich immer und ich weiß immer nicht genau, was die da jetzt, wo jetzt da eine neue Aufgabe im Kartenmenü ist. Naja, gut. Wir haben schon wieder einen Fähigkeitenpunkt. Den können wir noch eben verteilen. Fallschaden? Nö, nicht unbedingt, ne? Keulen und Sperrtechnik? Ja doch, wir können die Keulen und Sperrtechnik verbessern. Dann schwanken wir mit Keulen und Sperren weniger. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt auch wieder ein Missionszeichen, nämlich bei Tensai. Das heißt, okay, wir haben doch wieder jemanden, mit dem wir reden können. Ich war ja... Ne, wir waren noch gar nicht bei dem. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, ich war ja schon bei dem. Nee, ich habe ja eben noch erzählt, dass ich da nicht so gerne hingehe, weil der einen immer auf Drogen setzt und weil ich dann... Na gut, dann gehen wir jetzt zu ihm und schauen mal, was er jetzt von uns möchte. Vielleicht hat er wieder das neueste, frische Kokain am Start hier. Den besten Shit gibt's nur bei Tensai. In seiner Opiumhöhle. Ja, komm her, Kollege. Dann zeig mal, was du für einen neuen Stoff am Start hast. Chayu Barwa. Usashwara Hazaris. Pafi. Yasushulhan Purbana.
Usa Pacha. Usa Pacha. Ich habe euch ja gesagt, Tänzer hat immer den besten Shit am Start. Da kriegst du so Hallos von. Danach weißt du gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Vision des Feuers. So, wir hatten ja schon, ich glaube, sowas wie Wasser oder Eis oder so. Wasser und Eis hatten wir, glaube ich, schon. Oder Luft und Eis oder so. Einmal mit dieser Eule und einmal mit dem, wo wir mit der Stachelkeule unterwegs waren. Finde die größte Angst der Isila. Ja, also es geht jetzt um den neuen Stamm, den wir da entdeckt haben, diese Isila mit den Sonnen. Die sind ja so mit Feuer, deswegen werden die so Sonnenvolk genannt, weil die halt Feuer beherrschen können und wir ja nicht. Und wir sollen jetzt herausfinden, wovor die sich fürchten. Sieht auf jeden Fall geil aus. Ich meine, guck mal bitte, mit den Bäumen und dieses Licht und der Nebel und so. Aber was? Feuer fürchten sie nicht. Was fürchten sie dann? Mei Kratin Gledi! Okay, was geht jetzt ab? Oh, fuck. Krati. Und ich trage Krati. Ist das der Bogen oder ist das... Wir haben so einen Kristall um uns rum. Feuer von Krati. Das Feuer von Krati wird von allen Isila gefürchtet. Halte L2 gedrückt und drücke R2, um einen Meteorpfeil abzuschießen und den Zorn der Sonne zu entfesseln. Töte 5 Gegner, um das Feuer von Krati aufzuladen und einen mächtigen Dreifachschuss für deinen nächsten Schuss zu erhalten. Nachdem du den dreifachen Pfeillager abgeschossen hast, wechselst du wieder zum Meteorpfeil. Also, wenn wir 5 Gegner töten, gibt es einen besonderen Schuss und dann gibt es wieder die normalen. Das heißt, ich erinnere mich an irgendwie sowas. Es gab irgend so einen krassen Bogen, auch in Far Cry 4 war das, glaube ich. Und wir haben jetzt hier so komische Kristalle in unserem Sichtfeld. Und es regnet Meteore. Da oben bricht ein Vulkan aus. Das sieht mega krank aus, Mann. Alter Schwede. Aber ich sage ja, er hat echt den besten Schild am Start. Ich weiß nicht mal, wenn solche Drogen, wie wir sie hier von ihm kriegen, wenn die... Oh Gott, guck mal hier. Wenn die legal wären, weiß ich nicht, ob ich sowas freiwillig nehmen würde. Ich glaube, dass du danach ziemlich krasse Albträume und so kriegst. Also wir schießen hier übelste... Boah, fuck, da kommen echt Meteore runter. Wie krank ist der Shit denn? Wie geil ist das denn? Jetzt haben wir einen Dreifachschuss. Wow, holy fuck, man. Ist das geil, das Teil. Ist so schade, dass wir das immer nur in... Dass wir diese krassen Sachen immer nur in diesen Drogentrips benutzen können. Einerseits natürlich geil, dass sie es ermöglichen, indem sie eben diese Drogentrips einbauen, dass man eben mal so ein bisschen Fantasy-mäßig sowas machen kann. Bei dem normalen Spiel würden wir sich wahrscheinlich alle beschweren, hey, was soll das? Mega unrealistischer Scheiß. Aber irgendwie bin ich trotzdem... Finde ich die trotzdem so geil, immer diese Sachen, diese Eiskeule, dieser Feuerbogen, dass ich es übelst cool fände, wenn man die auch in der normalen Story irgendwie freischalten könnte. Irgendwie so als legendäre Waffe. Natürlich ist das unrealistisch, aber ich fände es einfach nur Hammer. Es würde so Bock machen, damit rumzulaufen. Naja, gut. Bleibt wahrscheinlich leider auf diese Drogentrips beschränkt. Bam! Schöner dreifacher Schuss und da kommt der Meteor runter. Ist das krank, der Scheiß, Mann. Ich stehe drauf. Komm her! Oh fuck, ich habe so ein schlechtes Aim mal wieder heute. Ich bin aber auch so ungeduldig. Ich muss mal mehr zielen hier. Zack. So, den haben wir. Schöner Double Kill. Allein schon, dass du so einen brennenden Bogen hast. Ich meine, geht's geiler? Wo ist denn der? Da oben. Ich habe nämlich auch keinen Jägerblick, deswegen muss ich so ein bisschen selber gucken. Ja, okay, die verstecken sich dahinter. Dann gehen wir mal weiter. Wo ist der denn? Ich sehe keinen. Ach, hier ist einer. Hi. Was? Da kommt der Komet runter. Bam! Seht ihr das? Da schlagen übelste Dinger ein. Oh, hi. Jetzt kriege ich wahrscheinlich gleich wieder den Dreifach. Ja, da ist er. Huu! Bam, 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 bam. Da laufen auch irgendwelche brennenden Äffchen durch die Gegend. Okay, habe ich. Ich denke mal, ich darf durchs Feuer laufen. Ich hoffe, dass wir brennen dürfen.
Weil wir brennen theoretisch ja sowieso schon, quasi. Wir sind das Feuer. Wir sind das, was die Isilah fürchten. Lustigerweise sind wir halt irgendwie so ein besonderes Feuer. Also die Isilah fürchten ja nicht das Feuer, weil das benutzen sie ja selber. Sondern sie fürchten dieses Krati, also wahrscheinlich Meteore oder was. Aber so oft gibt es ja in echt eigentlich keine, oder? Also wovor genau die jetzt Angst haben, was genau dieses Krati jetzt ist, weiß ich irgendwie immer noch nicht. Hi! Kabutz! Oh mein Gott, ich will diesen Bogen haben. Und zwar im normalen Spiel. Das wäre der Übershit. Kabutz! Oh, da fliegt noch einer. Okay, ich sehe noch hier überall Pfeile von wegen ich werde gesehen. Ah, da ist noch einer. Ich weiß aber nur nicht wo, wollte ich gerade sagen. Doch, da war einer. So, da kommt noch mehr. Schöner Dreifachschuss und... Kudu! Bam! Alter. Da brauche ich auch keine MPs, da brauche ich keine Scharfschützengewehre. So ein Bogen ist einfach tausendmal geiler. So, was haben wir hier? Wir müssen die Dinger kaputt machen. Kann das sein? Zerstöre die stehenden Steine, ja. Triple Kill! Alter. Okay, ich muss mal die eben loswerden hier. Ist natürlich mit dem Aim immer so eine Sache, mit dem Bogen ist das ein bisschen schwieriger, aber es geht eigentlich. Man muss ein bisschen zielen und das habe ich den jetzt immer noch nicht kaputt gemacht. Ich glaube, wir brauchen da echt einige Schüsse für. Wahrscheinlich muss ich dann auch immer die Dreifachpfeile am besten da drauf ballern und so. Also ich töte welche, warte bis ich den Dreifachpfeil kriege und baller den dann darauf wahrscheinlich. Kann ich überhaupt sterben? Doch, ich habe Leben unten links, aber nicht allzu viel. Also ich kann viel aushalten. So, das war wieder ein schöner Dreifachschuss. Ich glaube, die Säule ist auch down. Das Geile ist ja, dass nach dem Feuerschuss noch ein Meteor fällt. Und dass du dadurch einfach locker auch 5 mit einem Schuss tötest. Und damit haben wir die Säulen alle. Oh, wir sind noch gar nicht fertig. Nutze einen Dreifachschuss, um den Mond zu zerschlagen. Oh, jetzt wird's aber richtig. Jetzt wird's aber richtig krank hier. Da muss ich aber erstmal wieder einen Dreifachschuss aufladen. Das heißt, wir müssen erstmal wieder Gegner finden. Ich hab's auch schon mal gesagt in diesen Hallo-Dingern. Das sind eigentlich nur so. Also, das ist eigentlich nur eine Mission. Aber die, dafür machen die sich halt echt die Mühe, komplette Level zu designen, ne? Das Ganze gibt's ja hier in der normalen Welt nicht. Und das wird alles extra dann für so eine Mission designt. Finde ich sehr geil. Also, der Mond verdunkelt die Sonne. Davor haben die auch Angst, oder was? Alter! Durch das Sünden von Isilah. Okay, wir müssen da, glaube ich, nochmal. Alter, Mann! Eine der geilsten Missionen bisher im Spiel, auf jeden Fall. Ich finde, das Geile ist halt einfach an diesen Missionen, dass sie einem so, dass da so ein bisschen Kreativität durchblickt. Die haben sich wieder irgendwas Neues mal ausgedacht. Sei es neue Waffen, eine neue Idee. Das fand ich aber bei Far Cry schon. Die sind teilweise mega cool, diese Chips. Da können die sich wirklich kreativ auslassen und kommen da manchmal mit Sachen an den Start. Da denke ich einfach nur, Alter, ist das geil. Finde ich einen coolen Aspekt von dem Spiel. Diese Mission. Far Cry hat es ja sowieso schon seit einiger Zeit mit Drogen. Das ist ja nicht das erste Mal im Primal. So, wir haben noch einen Dreifachschuss. Alter, sieht das geil aus, ey. Wahrscheinlich müssen wir noch einen draufschießen. Okay, ich brauche noch 4. Komm her. Da hinten sind noch welche. Gott, so weit komme ich, glaube ich, nicht, oder? Meint, ich kann auf die Distanz treffen? Mal schauen. Ja, doch, kann ich. Neuer Dreifachschuss. Aufladen Richtung Mond. Alter! Noch einer? Reicht das noch nicht? Aber der Mond ist schon gut gedamaged. Ich weiß ja nicht, ihr könnt mir natürlich gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Also ich habe eigentlich immer vor der Mission denkst so, oh nee, wieder Drogentrip machen, ne? Weil das so gar nicht storymäßig ist, sondern einfach was komplett anderes. Aber andererseits, wenn ich dann in diesen Missionen drin bin, denke ich immer nur, Alter, ist das geil. Insofern finde ich es wohl doch ganz geil. So, den haben wir.
Kabutz. Oh, und jetzt kommen wir hier oben hin und schießen jetzt schön den vierten Dreier-Schuss auf den Mond. Das reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Das reicht uns nicht. Da ist noch einer. Neuer Dreifachschuss. Feuer. Bombardement auf dem Mond. Reicht immer noch nicht. Das sind jetzt wirklich schon... Ich habe jetzt schon wirklich eine ganze Menge da drauf geschossen. Hör mal. Okay, neuer Dreifachschuss. Jetzt aber, komm. Es muss doch mal reichen jetzt. Vision des Feuers abgeschlossen. Ich sag's euch, das beste Kokain von ganz Oros hat er am Start, ey. Eine der geilsten Missionen bisher, auf jeden Fall, Mann. Hat richtig Laune gemacht. Es sieht geil aus, es ist eine coole Waffe, es spielt sich cool. Und ich finde halt, das habe ich ja eben gesagt, ich finde halt diese Ideen immer geil. Immer zu sehen, womit die jetzt wieder... Ist ja doch immer irgendwie was Neues, diese Vision. Es gab ja auch schon Visionen in Far Cry 3, glaube ich, in Far Cry 4 gab's welche. Und insofern, die denken sich immer wieder neue Ideen aus. Und sei es, dass man den Mond wegballert. Shansha, Sushalai, Spacham. Nein. Shansha Urusis. Shansha Salwas. Salwa Yasushalain Twayakis. Prasqua Pashta. Grati. 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 Mash. Hasubnir Pacham. Hakis. Hakis. Who? Okay, damit war es das. Ich habe es ja gesagt, man erlebt immer was Besonderes, wenn man Tensei besucht. 12 Prüfungen, da gibt es direkt mal eine Silbertrophäe für. Also falls ich euch mit meinen, mit meiner Freude an der Mission ein bisschen genervt habe. Oh, guck mal, jetzt gibt es sogar noch eine U-Club, Auszeichnung hier. Also falls ich euch damit ein bisschen genervt habe, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, ich finde es geil. Tut mir das sehr leid. Aber ich war gerade sehr euphorisch bei der Mission. So. Ja gut, dann haben wir beim nächsten Mal hier zwei Dinger auf jeden Fall, wo wir hin sollen. Nur mal gucken. Kaum hat man Drogen genommen, wollen die anderen auch wieder was von einem. Jaima will, dass wir mit ihr reden. Und Seiler will auch, dass wir mit ihr reden. Die hat sich auch schon länger nicht mehr gemeldet, stimmt. Na gut, ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Donnerstag. Wie gesagt, Anno kann wahrscheinlich heute leider nicht kommen. Und ich darf nicht mal sagen, oder ich kann nicht mal sagen, warum. Aber ich kann jedenfalls momentan nicht spielen. Und, ja, muss ich gucken. Vielleicht mache ich irgendwie trotzdem ein kleines Video und sage, dass es nicht kommt. Und quatsch 5 Minuten oder so. Keine Ahnung. Mehr ist Anno ja eigentlich nicht. Quatschen mit mir selber. Und könnt mir ja mal schreiben, was ihr von diesem ganzen... Von diesem ganzen Far Cry plus Drogentrip... Das ist ja jetzt nicht nur auf das Spiel bezogen, sondern auf die Reihe irgendwie. Was ihr davon haltet. Findet ihr die cool oder nerven die euch? Ich finde sie manchmal nämlich sehr geil. Zum Beispiel gab es bei Far Cry 3, glaube ich, war das, wo man so ein Drogenlabor geraidet hat. Wobei das war, glaube ich, eine normale Mission. Aber jedenfalls, da lief man irgendwie mit einem Flammenwerfer und bunt und irgendeiner geilen Musik durch und hat alles abgefackelt. Das war auch Hammer, Mann. Oder wo man mit Skrillex und dann dieses Drogenfeld abge... Far Cry hat ein paar echt geile Missionen gehabt schon in der Geschichte. Ich liebe Far Cry, ist geil. So, chill, ich bin raus. Bye, bye. Und warum schaust du dir trotzdem meine Videos an, wenn du mich gar nicht magst? Ist mir eigentlich auch egal. Marco Zock schreibt, seit 10 Monaten wieder ein Video von dir. Das stimmt nicht, mein Lieber. Mindestens einmal die Woche kommt nämlich ein Video bei mir. Es gibt viele YouTuber, die seltener Videos machen. Nämlich nicht mal einmal die Woche. Und es gibt auch viele